Katholisch 1 TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Am Haffnerberg in Augsburg, mitten in der Stadt, baut die Diözese ein hochmodernes Bürogebäude. Am Alpenrand haben wir Jugendpfarrer Gabriel Bucher zu unseren Sommerplaudereien getroffen. Und auf dem Kapellenrundweg bei Scheidegg gibt es 14 Kapellen. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Es ist eine Großbaustelle im Herzen von Augsburg. Wir haben uns an den Anblick fast schon gewöhnt. Aber jetzt ist das generalsanierte Bürogebäude der Diözese am Haffnerberg unweit des Doms fast fertig. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan und im Kostenrahmen. Das ist in diesen Tagen wirklich erwähnenswert. Wir hatten die Gelegenheit, uns in dem Gebäude mal umzusehen und wir waren beeindruckt. Denn hier ist in wirklich vorbildlicher Weise Wert auf nachhaltiges Bauen gelegt worden. Es ist noch nicht fertig, aber schon ganz weit. Das Gebäude stammt aus den 50er Jahren und war in Sachen Haustechnik einfach nicht mehr zeitgemäß. Das Bistum hat viel Geld in die Hand genommen, rund 31 Millionen Euro, um ein Verwaltungsgebäude zu haben, das den Anforderungen eines modernen Energiemanagements entspricht. Bei einem kleinen Rundgang hat sich Finanzdirektor Jerome Oliver Queller über den Stand der Bauarbeiten informiert. Die Finanzkammer wird einen großen Teil der Räume in Anspruch nehmen. Auch er selbst wird dann hier arbeiten. Einziehen werden im Laufe des Q4 die ersten Abteilungen. Wir haben hier einen mehrstufigen Einzugsplan. Verständlicherweise haben bis zu 380 Mitarbeiter hier, die am Ende hier arbeiten werden. Und wir haben verschiedene Abteilungen, die dann sukzessive hier den Bezug vornehmen werden, weil sonst wird das schon sehr großes Gemenge. Ja, wie gesagt, im Q4 geht es los. Es wird vielleicht noch ein bisschen in den Jahresanfang 2021 hineinrutschen, aber es wird so auf die Art und Weise ein vernünftiger Einzug. Das Gebäude am Haffnerberg wird, wenn alles nach Plan läuft, ein Alleinstellungsmerkmal haben. Es wird das erste seiner Art in Augsburg sein, das eine Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen bekommt. Das Thema zu diesem Bau ist Nachhaltigkeit. Nicht nur im Nachgang, sondern vor allen Dingen in der gesamten Entwicklungsphase. Also der gesamte Bau ist besonderen Anforderungen geschuldet, dass wir, wie wir sagen, mitten in der Stadt sind. Wir haben hier ein sehr großes Gebäude gehabt. Da war stets die Frage, was machen wir damit, abreißen oder Bestand? Und wir haben uns für den Bestand entschieden, um hier sogenannte graue Energie sozusagen zu sparen. Und das geht in die Gesamtkonstruktion oder Konzeption des Bauens. Auch des neuen Bischofs, des alten Bischofs, dass wir hier einen CO2-Fußabdruck so niedrig wie möglich halten wollen. Dafür gibt es ganz viele Maßnahmen, angefangen bei der Belüftung über die verwendeten Materialien bis hin zur Ausstattung. Da waren auch gute Ideen gefragt und unkonventionelle Lösungen. Wir haben hier einen Teppich verlegt, der aus Recyclingmaterial ist. Und Recyclingmaterial sind sowohl Fischernetze, das ist das strukturiert, was man so sieht, und darunter sind jede Menge ehemalige PET-Flaschen. Und wir reden hier über 380.000 ungefähr. Also man hat mir mal erklärt, das sind ungefähr so viele PET-Flaschen, als wenn hier jeder Mitarbeiter 3 Jahre lang jeden Tag ein paar Flaschen trinkt und die wir hier sammeln würden und dann im Prinzip häckseln und dann in diesen. Die dienen als Dämmstoff und Isolierung. Also in dem Kontext wird hier wirklich 100% recycelt. Das Gebäude ist hell, freundlich und sehr transparent. Viele der Mitarbeiter werden in Gruppenbüros arbeiten, aber auch hier wird darauf geachtet, dass eine Wohlfühlatmosphäre entstehen kann. Barrierefreiheit ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit. Zusätzlich hoffen die Verantwortlichen auch auf eine hohe Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Einladend, freundlich und transparent. Die Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen des Bistums, die hier bald arbeiten werden, können sich auf moderne Arbeitsplätze freuen im Herzen der Stadt. Klima- und Umweltschutz sind in der katholischen Kirche nicht erst seit 2015 und der aufrüttelnden Papstenzyklika Laudato Si ein Thema. Dass der Glaube an Gott auch bedeutet, Verantwortung für die Schöpfung und nachfolgende Generationen zu übernehmen, das zeigt im kleinen Ort Alsmoos im Landkreis Eichach-Friedberg eine Gruppe von Pfarreimitgliedern schon seit 10 Jahren mit der Pfarrwiese Arche Noah, für die sie 2017 sogar den Schöpfungspreis der Diözese Augsburg erhielten. Wir haben uns das vor Ort angeschaut. Ja.
Es brummt und summt, flattert und wuselt. Ein Paradies vor allem für selten gewordene Insekten und Pflanzen. Golddisteln und Kartäusernelken blühen hier auf. Und die beeindruckende Wespenspinne kann ungestört ihre Netze bauen. Rosmarie Glas, Martin Golling und Willi Christoph kommen regelmäßig hierher und staunen über ihre Pfarrwiese. Auf 1,2 Hektar Wiesen- und Waldfläche darf die Natur so sein, wie sie ist. Ein Paradies, das eigentlich eine Arche Noah ist, ein Rettungsboot. Stichwort Artenvielfalt. Artenvielfalt erhalten, die für uns Menschen wichtig ist, die Arten, obwohl wir manchmal noch gar nicht wissen, für was die wichtig ist für uns. Wir beurteilen, das ist der Fehler eben von der heutigen Gesellschaft, wir beurteilen die Natur immer nur nach dem Gesichtspunkt, was nützt uns. Und das ist eben der große Fehler, oder das ist das typisch Menschliche, dass man sagt, wenn was mir nicht nützt, dann ist nichts wert. Gerade Gegenteil ist, und das haben wir jetzt bei der Schöpfung. Bei der Schöpfung hat alles seine Funktion. Die einzelnen Flächen werden je nach Blütezeit der verschiedenen Pflanzen abwechselnd gemäht. Nur so können sie aussamen und auch im nächsten Jahr wieder wachsen, wie zum Beispiel der Kreuzenzian oder die Kalkaster. In Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz wollten die Initiatoren ein Vorzeigeprojekt schaffen. Nur diese eine Arche Noah reicht aber nicht. Damit Insekten und Blütensamen sich weiter ausbreiten können, braucht es viel mehr solcher Wiesen. Es wäre wichtig, dass eben in der, ob jetzt in der katholischen oder evangelischen, also im christlichen Bereich, das Bewusstsein stärker wird, von was wir leben. Also wir führen uns manchmal auf, halt wir, wenn wir Herrgott sind. Und das sieht man jetzt gerade wieder. Wir meinen, wir haben alles im Griff. Und im Griff haben wir eigentlich nichts. Umso mehr ist diese Arche Noah-Wiese ein Hoffnungszeichen. Als Ausgleichsflächen für Bauprojekte könnten in vielen Pfarreien solche Biotope entstehen. Und wer möchte, der darf in diesem kleinen Paradies hier sogar ganz ohne Schuldgefühle vom Apfelbaum kosten. Und damit kommen wir zu den Kurznachrichten der vergangenen Woche. Zum 1. September wechseln rund 25 Geistliche im Bistum Augsburg ihre Stellen, darunter Pfarrer, Kapläne und Ordensmänner. Nach dem tragischen Unfalltod des Dominikanerpaters Wolfram Heuer Ende Juli ist künftig Provinzial Pater Thomas Gabriel Brogel als Seelsorger der Autobahnkirche Adelsried für die Menschen da, wenn sie dort Halt machen oder auch regelmäßig in die Gottesdienste gehen. In der Wallfahrtskirche Maria Baumgärtle im Unterallgäu, die vom Orden der Missionare vom kostbaren Blut betreut wird, gibt es einen neuen Kirchenrektor und Wallfahrtsseelsorger. Pater Georg Wiedemann folgt auf Pater Alois Schlachter, der nach 7 Jahren in Maria Baumgärtle neue Aufgaben in der Generalleitung der Ordensgemeinschaft in Rom übernimmt. Eine neue Besetzung gibt es auch bei der Klinikseelsorge. Pfarrer Rainer Hartmann wird Fachbereichsleiter und Geschäftsführer für das Haus Tobias und Leiter der klinischen Seelsorgeausbildung. Er war zuletzt als Klinikseelsorger an der Uniklinik Augsburg tätig. Marco Leonhardt, der am 28. Juni im Augsburger Dom zum Priester geweiht worden ist, hat dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grünenbach einen Betrag in Höhe von 1.033 Euro gespendet. Das Geld war bei seiner Priesterweihe und der anschließenden Primizfeier in Pforzen gesammelt worden. Damit unterstützt Leonhardt die Arbeit des Hospizes, das Familien mit einem unheilbar erkrankten Kind während der Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase begleitet. In der Krypta des Augsburger Doms wurde nun an der Grablege von Bischof Viktor Josef Damerz die Grabplatte eingesetzt. Die zeitgemäße Gestaltung knüpft an das Grab von Erzbischof Josef Stimpfle an. Heller Kalkstein aus Frankreich, manuell geschliffene Buchstaben und Zahlen aus Edelstahl sowie Damerz' Wahlspruch für euch, mit euch und sein Wappen aufs Wesentliche reduziert. Es sollte bei aller Reduktion ein persönliches Gedenken sichtbar werden und auch ein liebevoller Gestus des Bistums Augsburg seinem verstorbenen Bischof gegenüber in einer wertig würdigen Gedenkplatte aufscheinen. Durch die serifenlose Frutiger-Schrift soll im wechselnden Lichteinfall etwas vom feinen und zurückhaltenden Lächeln des früheren Augsburger Bischofs Viktor Josef Damerz aufscheinen. Bereits unter Erzbischof Stimpfle wurden in der Krypta 16 Kastengräber für Augsburger Diözesanbischöfe vorbereitet.
Das waren die Nachrichten im Überblick. Gleich geht's weiter mit unseren Sommerplaudereien. Wir haben den schnellsten Pfarrer Bayerns getroffen. Zumindest gilt das für Gabriel Bucher dann, wenn er sich die Skier unterschnallt. Außerdem haben wir uns auf den Scheidegger Kapellenrundweg begeben und stellen Ihnen Route und Gotteshäuser vor. Gresti.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gresti-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gresti-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gresti.de/shop oder unter 0831 206 190. Gresti.de, meine Heimat online. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. Er ist der wahrscheinlich schnellste Pfarrer Bayerns, jedenfalls auf Skiern. Gabriel Bucher hat das Skifahren schon von Kindesbeinen an gelernt. Geboren und aufgewachsen ist er in Pöcking am Starnberger See. Bei Föhn und guter Sicht hat man von hier aus einen Blick bis in die Alpen. Ganz früh schon wusste er, wohin ihn sein Lebensweg einmal führen würde. Aber nicht Skiprofi, sondern Priester ist er geworden. 2014 wurde er geweiht. Sie wissen, was jetzt kommt. Eine weitere Folge unserer Reihe Sommerplaudereien. Herr Pfarrer Bucher, erzählen Sie uns doch, wo sitzen wir hier? Es ist ein toller Platz, den Sie ausgesucht haben. Wir sind ein paar hundert Meter entfernt vom Jugendhaus Elias in Seyfriedsberg, oberhalb von Bleichach. Und im Hintergrund sieht man einfach die Berge, die Weite. Wir sind oft hier mit Kursen bei Veranstaltungen zum Abendgebet oder nochmal zur Andacht am Abschluss. Ich war als Teilnehmer, als Jugendlicher selber schon hier. Und von daher ist es für mich auch ein ganz wichtiger, ganz bedeutsamer Ort, wo ich gerne bin und eben einfach auch das genießen kann mitten in der Natur und eben auch diesen Weitblick immer wieder zu kriegen. Das ist für alle Aufgaben manchmal auch echt hilfreich. Sie arbeiten ja auch hier im Jugendhaus Elias und es zieht sich bei Ihnen ja tatsächlich durch. Seit 2014, seit Sie Priester geworden sind, machen Sie ganz viel Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Also das ist so Ihr Ding, die auf den richtigen Weg zu bringen. Als Kaplan habe ich schon auch mit allen Altersgruppen natürlich gearbeitet. Gott sei Dank auch, das ist sehr unterschiedlich. Aber es liegt mir sehr mit Jugendlichen und jungen Leuten, das stimmt. Einfach auch, weil ich als Jugendlicher selber das erfahren konnte, dass die Kirche was zu bieten hat, dass es Leute gibt, die da begeistert sind und dass man sich als Jugendlicher auch selber hat ausprobieren können und seine eigenen Ideen auch einbringen konnte. Und das gebe ich gerne weiter und versuche das auch zu vermitteln an die jungen Leute, dass wir in der Kirche da sind, dass es einfach da auch schön ist mitzumachen, dass man sich auch einbringen kann, dass das nicht nur irgendwas Altes, Verstaubtes ist und genauso aber auch in die Kirche hineinzutragen, dass diese Ideen, die da kommen, die vielleicht mal unkonventionell sind, uns auch bereichern und einfach ganz wichtig ist und Teil von Reich Gottes ist. Wie haben Sie die letzten Wochen und Monate in dieser Corona-Pandemie erlebt? Da ist ja ganz viel modern geworden in der Kirche, hat man den Eindruck bekommen. Es wurden plötzlich Gottesdienste gestreamt, ist viel online in der Online-Community passiert. Wie haben Sie das in der Zeit erlebt? Glauben Sie, dass das auch nachhaltig ist, dass das da irgendwie auch einen Schubs gegeben hat? Wir haben zum Beispiel einen Kurs einfach unsere Impulse online gestellt und waren so im Chat mit den Leuten, die eigentlich als Teilnehmer da gewesen wären, im Kontakt. Beziehungsweise es war dann so, dass sich in der Gruppe innerhalb kürzester Zeit 10-mal so viele angemeldet hatten, wie wir Offline-Anmeldungen gehabt hätten. Ich glaube, es ist ganz wichtig für Leute, die einfach, weil sie Kinder gekriegt haben oder wie auch immer weggezogen sind, einfach nicht so leicht hierher kommen, dass sie das mitkriegen können. Und da ist das schon irgendwie auch was, was Zukunft bringt, wenn wir da noch mehr online präsent sind, wenn wir einfach auch zeigen, in dieser Lebenswelt, die einfach für viele ja Lebensalltag ist, sind wir als Kirche auch qualitativ gut vorhanden. Und trotzdem geht nichts über echte Begegnungen. Also das ist so das, was man jetzt die letzten Wochen irgendwo auch verstärkt merkt.
Die Jugendlichen haben es in der Schule ganz viel online gehabt, die jungen Erwachsenen an der Universität oder wo auch immer so ihre Plätze sind. Und es gibt so eine gewisse Sättigung, habe ich den Eindruck, im Online-Sein. Und jeder freut sich wieder, sich echt treffen zu können und einfach mit Freunden auch unterwegs zu sein. Und ich glaube, wir brauchen diese beiden Pole, die echten Begegnungen, aber auch dieses nachhaltige Präsentsein, auch dann, wenn man nicht vor Ort sein kann und über längere Strecken hinweg einfach auch kommunizieren kann. Ich denke auch, das haben wir viele Dinge wieder sehr zu schätzen gelernt tatsächlich, ja, die ein bisschen verloren gegangen absolut sind. Wie funktioniert das? Sie machen eine Weiterbildung gerade, das haben Sie mir in unserem Vorgespräch gesagt. Es ist ein deutschlandweit ganz neuer Kurs, eine geistliche Begleitung für junge Leute. Wie funktioniert das jetzt in diesen Tagen? Geht das dann überhaupt oder muss das auch alles online funktionieren? Und was ist das genau, was Sie da machen? Also grundsätzlich ist geistliche Begleitung ja alte ignatianische, jesuitische Tradition, jemanden zum haben, mit dem ich über meinen Glauben sprechen kann. Und natürlich eben völlig im Forum internum, ohne dass das an irgendwelche Verantwortlichen dringt, ohne dass man sich dafür rechtfertigen muss und auch ohne, dass ich gesagt kriege, was ich jetzt zum Glauben habe, sondern wo es auch nochmal ganz stark darum geht, einfach hinzuschauen und irgendwo im Leben die Spuren Gottes zu entdecken. So das Paradebeispiel biblisch ist, sind die Emmaus-Jünger, die miteinander unterwegs sind und Jesus dann kommt und sagt, begreift ihr denn nicht? Und ihnen nicht eine Vorlesung hält zunächst mal, sondern dieses, es brennt ihnen das Herz, sie erkennen, wie Gott in ihrem Leben irgendwo wirkt, wie alles so Sinn ergibt, auch was sie gehört haben, was sie gelesen haben, wie das mit ihrem Leben in Bezug kommt. Das ist geistliche Begleitung eigentlich in der tiefsten Bedeutung. Und bisher war das klassischerweise für Leute so um die 40, 45, da hat man gesagt, es ist vielleicht hilfreich, auch nochmal so auf den Glauben speziell zu schauen. Und gerade im Nachklang auch von der Jugendsynode in Rom ist das auch so entstanden, wie wichtig es ist, junge Menschen in ihrem Glauben zu begleiten, die auch einfach gut geschult an der Seite zum Stehen und eben nicht ihnen einfach nur zum Sagen, ihr müsst halt so und so gehen, sondern einfach eben diesen gemeinsamen Blick auf die Spuren Gottes in ihrem Leben irgendwo zu schulen und zu haben. Und natürlich ist das jetzt gerade in diesem Jahr herausfordernd. Es gibt Leute, die das sehr schätzen, auch einfach online weiter im Kontakt zu sein. Es gibt Leute, die gesagt haben, erst wieder, wenn man sich richtig treffen kann, so jetzt, wollen wir einfach auch, manchmal gehört es auch dazu, miteinander unterwegs zu sein, weil wenn man läuft, kommt manches auch erst so richtig in Bewegung innerlich. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Einzelnen fähig sind, sich selber ihren Platz auch für das Online-Gespräch herzurichten oder vorzubereiten. Wenn man da irgendwo einen guten Ort findet, ist es sicher eine Möglichkeit, das auch online zu machen, auch wenn es gewöhnungsbedürftig ist, aber das kann man lernen und da reinkommen. Und für die, wo das nicht so leicht ist, weil man vielleicht einfach auch im Trubel ist und da gerne rauskommen möchte für die Begleitung, ist es sicher auch weiterhin wichtig, das offline in der echten Begegnung zu machen. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, es kommt ganz viel auf den Ort an. Jetzt sind wir hier an einem besonders schönen Ort natürlich. Sie machen so viel mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen. Wie finden Sie einen Ausgleich? Also wie kommt Ihre Balance dann zustande? Was machen Sie, wenn Sie mal nicht mit jungen Leuten was tun? Ich bin auch selber einfach persönlich sehr gerne draußen am See oder in den Bergen im Sommer Radfahren, Wandern, Klettersteig gehen, irgendwie so, auch viel mit Berge. Das habe ich am Anfang so gesagt, das hilft in die Weite auch zum Schauen. Das tut mir gut, das merke ich auch, wenn es irgendwie länger nicht möglich war, dass ich es wieder brauche. Aber einfach auch so ist es ja auch als Priester wichtig, so die eigenen Beziehungen gut aufrechtzuerhalten, Freundschaften zu pflegen, sich da auch auszutauschen. Und ich habe viele sehr gute Leute um mich herum, die mich tragen wie ein Netz, wo es einfach dann auch schön ist, mal abends irgendwie wegzugehen, ins Kino zu gehen, so diese Dinge, um einfach ja auch eben manchmal aus den eigenen Dingen, wo man sich vielleicht so verstrickt hat und so ganz einseitig geworden ist, auch wieder den Blick rauszukriegen. Und ja, man nennt es Psychohygiene, man muss einfach auch selber mal wieder durchlüften innerlich. Und das geht mit Freunden und in der Natur für mich am allerbesten. Also da ist ein Pfarrer gar nicht anders als jeder andere letztendlich auch. Auf gar keinen Fall. Wenn man mit Pfarrer Gabriel Bucher spricht, dann muss man den Wintersport ansprechen tatsächlich. Weil, ich meine, da kommt man heute jetzt nicht so drauf. Heute ist sehr warm und wir schwitzen hier sehr. Aber Sie sind ein fantastischer Skifahrer. Wie ist das gekommen? Sie sind schon immer Skifahrer, Sie sind auch Skilehrer sogar.
Als ich 3 Jahre alt war, haben meine Eltern angefangen, es mir beizubringen und mich dann in die ersten Kurse gesteckt. Und von daher war das über meine Kindheit und Jugendzeit eine große Leidenschaft immer. Ich war im Skiclub. Und als mir das zu ehrgeizig geworden ist, habe ich angefangen, die Skilehrerausbildung zu machen und dann mit Kindergartenkindern, mit Grundschulkindern einfach auch da zum Arbeiten, den Skilehrerunterricht zu machen. Gerade so in der Abiturzeit war das super. Ja, es hat mir ganz viel Freude gemacht. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich natürlich nicht als Skilehrer arbeiten kann und einfach die Zeit nicht finde. Und trotzdem das total schön ist, auch irgendwo geistlich miteinander zu verbinden, auch dieses Unterwegssein, auch dieses draußen in der Natur sein. Ich habe in vielen Sesselliften und Gondeln schon sehr gute Gespräche geführt, weil man so raus ist aus der normalen Welt. Und dann beginnt manches zu arbeiten und vielleicht auch ist manche Distanz, die sonst so da ist, nicht so groß in die Berge. Da kann man leichter ins Gespräch kommen über viele Dinge. Und was ich jetzt an Skikurs mache, ist vielleicht so für Freunde oder irgendwie Leute, die sagen, sie trauen sich nicht so recht. Und vielleicht, ich habe heuer auch mal Teilnehmer von einem Kurs einfach mitgenommen und gesagt, ich zeige es euch im Wintertraum bei uns, bei den jungen Erwachsenen. Das sind so die punktuellen Gelegenheiten, aber das ist nicht mehr das ganz Große, weil ich einfach ja dann auch selber zum Fahren kommen will, wenn mal die Gelegenheit ist. Sonst hätte ich jetzt gesagt, jetzt könnten Sie bei Katholisch 1 TV ja mal einen Skikurs geben. Ja. Dann können wir alle ein bisschen besser fahren. Sie waren jetzt zu bescheiden. Sie haben nicht gesagt, dass Sie eigentlich Bayerns schnellster Pfarrer sind. Ja. Sind Sie aber. Genau, ja, ich bin heuer, es gibt eine bayerische Skimeisterschaft für die kirchlichen Angestellten und den Klerus. Und da bin ich heuer der Schnellste geworden, sogar der schnellste Teilnehmer. Da gehört immer auch Glück dazu. Das war heuer mir hold. Und es ist ein ganz schönes Treffen, weil man mal zusammenkommt, eben auch aus dem normalen Alltag raus ist und gut ins Gespräch kommt mit den anderen Diözesen, mit den Leuten, die da dabei sind. Und ich finde das was ganz Wunderbares. Genauso auch die Fußballmeisterschaft, die es gibt für die Priester und die kirchlichen Angestellten. Das sind irgendwie auch so die Sachen, wo es dann auch nochmal drauf ankommt, dass unser Beruf nicht nur irgendwie stur durchgetakteter Alltag ist, sondern dass das einfach auch nur miteinander gut gelingt. Und das sind solche Veranstaltungen wunderbar dafür. Als letzte Frage, die fragen wir immer bei unseren Sommerplaudereien, würde ich Sie gerne fragen. Was nennen Sie mir 3 Dinge, die einen für Sie perfekten Sommertag ausmachen? Was muss da dabei sein? Ich würde sagen, die Kombination aus vielleicht einer Bergtour und einem schönen See, wo man dann noch sich abkühlen kann, mit Freunden unterwegs zu sein und dann vielleicht noch irgendwie schön was miteinander essen gehen oder trinken gehen. Und jetzt gerade in diesem Sommer gibt es noch die Möglichkeit der Champions League dann. Das sind auch gute Aussichten. Das wäre sogar nur ein 4. Punkt. Ja, 4. Macht nichts. Nehmen wir mit. Sehr gut. Ein perfekter Tag. Dann bedanke ich mich für heute an diesem perfekten Tag hier für das schöne Gespräch. Danke. Sehr gerne. Der kleine Kneippkurort Scheidegg im Westallgäu hat in seiner Umgebung ungewöhnlich viele Kapellen. 14 sind es an der Zahl. Zusammen mit der katholischen Pfarrkirche St. Gallus und der evangelischen Auferstehungskirche sind all diese kleinen Gotteshäuser durch den ökumenischen Kapellenweg miteinander verbunden. Ein Weg, der im Sommer 1999 eingeweiht wurde und sich bis zum heutigen Tag großer Beliebtheit erfreut, und zwar bei Urlaubern und Einheimischen gleichermaßen. Jeder Wanderer kann den Weg für sich alleine gehen oder sich einer geführten Tour anschließen. Herr Hering, Sie sind so lieb und führen mich heute entlang des Scheidegger Kapellenweges. Was erwartet uns denn für eine Strecke? Uns erwartet eine Strecke von ca. 22 Kilometer. Wir laufen im großen Bogen um Scheidegg rum. Auf der Strecke liegen 14 Kapellen. Dann würde ich sagen, los geht's. Starten wir. Gern. Wir starten in der Scheidegger Pfarrkirche. Sie wurde 1797 erbaut und 1806 dem heiligen Gallus geweiht. Mehrere kunsthistorische Besonderheiten sowie der 55 Meter hohe Turm zeichnen das Gotteshaus aus. Von hier aus beginnt unsere Tagestour, die mit einer reinen Laufzeit von gut 6 Stunden angegeben ist. Schon nach wenigen Minuten kommen wir aus der Ortschaft heraus. Die erste Kapelle des Rundwegs erwartet uns. Wir sind hier in der St. Gallus-Kapelle.
Das ist die erste Kapelle auf dem Weg zum Kreuzberg hoch. Das Besondere hier an der Kapelle ist, das Altarbild zeigt hier in der Mitte den Gallus und Magnus. Die Sage hierzu sagt, sie hätten sich hier getrennt, verabschiedet und wären von hier weg getrennte Wege gegangen. Und Scheidegg soll hier durch den Namen Scheidegg erhalten haben. Aber beides kann nicht sein, weil die beiden ca. 100 Jahre auseinander gelebt haben. Die Strecke führt uns weiter in die Höhe. Wie für das Allgäu üblich, geht es auch auf dem ökumenischen Kapellenweg gerne mal bergauf und bergab. Aussicht, Panorama und Natur entlohnen aber jegliche Anstrengung. Also wir sind jetzt ein paar Schritte von der St. Gallus-Kapelle gelaufen und jetzt weitet sich der Blick. Wir sehen hier die Pfarrkirche und hier der erste Blick auf den Bodensee. Herrlich immer. Und dann oben am Rand sehen wir die Kriegergedächtniskapelle, zu der werden wir am Schluss kommen. Die Kapelle wurde nach dem Ersten Weltkrieg erbaut und in der Kapelle sind alle Namen der Gefallenen aus beiden Weltkriegen. Alle Informationen zu den einzelnen Kapellen finden sich in einer Broschüre des Kapellenweges. Außerdem bietet Ambros Hering regelmäßig kostenlose Führungen über das Tourismusbüro an. Und jetzt sehen wir, Frau Scherm, hier unter die ökumenische Hubertuskapelle. Ökumenisch auch geweiht als solche. Und zur Entstehung gibt es eine Geschichte. In Forstunter ist eine kleine Dorfgaststätte. In der Gaststätte sind einmal der Xaver und der Leo am Stammtisch gesessen. Und dann sagt der Xaver: Mensch, hier im Ort möchte ich jetzt mal eine Kapelle bauen. Überall außer Scheidegg rum gibt es Kapellen, nur bei uns nicht. Und sagt Leo: Ja, dann darf ich ja da nicht rein. Ich bin evangelisch. Sagt der Xaver: Ja, dann machen wir es miteinander. Und das machen wir es miteinander ist so ein bisschen für die Ökumene in Scheidegg so ein bisschen der Inbegriff geworden. Aus dieser gelebten Ökumene entstand vor gut 20 Jahren der Scheidegger Kapellenweg. Wir haben in der Zwischenzeit unser nächstes Ziel erreicht. Ja, Herr Hering, jetzt haben wir uns wirklich eine Pause verdient. Und zwar an einem ganz besonderen Ort. Wo sind wir denn jetzt angelangt? Wir sind jetzt auf dem Kreuzberg und genau unterm Kreuz, am Kreuzberg. Und das Kreuz ist um 1900 erbaut worden, 2000 restauriert. Und 2007 haben Unbekannte in einer Nachtaktion das Kreuz umgesägt. Ist dann wieder aufgestellt worden und seitdem steht es wieder gesichert hier. Also ein wunderbarer Ort, um einfach auch mal kurz innezuhalten. Herr Hering, jetzt würde mich noch interessieren, was ist das Besondere, was ist der Reiz an diesem Kapellenweg? Das Besondere von dem Weg ist, dass er im großen Bogen um Scheidegg rumgeht. Um den Weg dann auf mehrere Etappen machen kann, durch das, was man auch immer wieder in den Ort zurückgehen kann und eine gewisse Zeit später auch den Weg wieder aufnehmen kann. Auch wir nehmen den Weg wieder auf. Die Herz-Jesu-Kapelle in Ebenschwand ist unsere nächste Station. Ein kleiner Impuls und es geht weiter in Richtung Landesgrenze. Über die Hälfte der Tagesetappe haben wir schon hinter uns. An heißen Tagen bietet der Wald nun eine willkommene Kühle. Die nächste Kapelle liegt auf dem höchsten Punkt des Rundwanderweges mit 1000 Metern. Hier hinter uns sehen wir jetzt die Ulrichskapelle, gelegen in Österreich. Die Kapelle ist eine der ältesten Kapellen hier in der Region, um 1000 entstanden. Die Sage hier zu der Kapelle sagt, dass der heilige Ulrich auf dem Weg nach Konstanz hier vorbeikommen ist. Hätte durchgehabt, hätte seinen Stab in den Boden gestoßen und dann wäre die Quelle freigelegt worden. Dem Wasser sagt man heilende Wirkung bei Augenproblemen nach. Nach dieser beliebten Pilgerstätte mitten im Wald gehen wir nun etwas gemächlicher in Richtung Ortschaft zurück. Der komplette Weg ist im Übrigen vom Frühjahr bis in den Spätherbst gut begehbar. Alle Kapellen sind außerdem täglich geöffnet. Auch wir halten noch an den letzten kleinen Gotteshäusern, die allesamt mit individuellen Schätzen und Besonderheiten ausgestattet sind. Unsere große Runde auf dem ökumenischen Kapellenweg neigt sich langsam dem Ende. Geschafft, aber doch äußerst zufrieden und zu sich gekommen, kehren wir schließlich zu unserem Ausgangspunkt in Scheidegg zurück.
Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich schon auf nächsten Sonntag. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss.